Schizophrenie, Doppelmoral, Doppelagent, Verräter. All das fällt mir ein, wenn ich an deine Tätigkeit als Staatsanwalt denke. Gibt es vielleicht einen Fall, in dem diese Bruchstelle zu der freien Welt der Kunst und der Rechtspraxis, ich rede jetzt nicht von Rechtsstaat, sondern von Rechtspraxis, wo da gefährliche Bruchstellen aufgetaucht sind oder wo du auch sagen kannst, hier gab es Fälle von Schizophrenie? Ja, hier in Hamburg bin ich in der Roten Flora aufgetreten in den 60er Jahren und habe da solche Sachen gemacht. Das war wohl aus Sicht meiner Kollegen nicht legal, aber das musste dann mal sein. Also wenn was sein muss, dann muss es sein, nicht? Dann geht's los. Ich finde, das kann man alles sehr wohl nebenher machen. Das ist kein Entweder-Oder und zwar deswegen, weil eben beide Möglichkeiten in mir drinstecken und ich dann da vorne davon auch gerne Gebrauch mache. Also deswegen hab ich dann auch nie so Verklemmungserscheinungen oder sowas. Du wirst ja jetzt in unserem Film, wirst du sozusagen dich selbst vertreten gegen den Vorwurf, deine Gebühren nicht zahlen zu wollen. Und du hast ja vor, im Prinzip nachzuweisen, dass die Filmförderung, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihrem Kulturauftrag nicht nachkommen. Also ich mache jetzt mal das Plädoyer, nicht? Wir fragen uns jetzt, zu welchem Fazit wir eigentlich kommen mit der Aktion, die wir hier vorhaben. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, ey, ihr Leute, ARD, ZDF und Deutschlandradio, ihr habt ja selber Dreck am Stecken. Ihr beachtet ja gar nicht eure eigenen Regeln, ihr erfüllt ja gar nicht euren Auftrag. Und das moniere ich jetzt mal. Da habe ich aber immer zwei Neigungen. Ich kann natürlich sagen, ich bin das Paradebeispiel. Hier, mein Name ist Michael Kohlhaas und jetzt geht's ab. Und ich will mich aber vernetzen, weil ich bin immer gewohnt, in Gemeinschaften zu denken, also nicht solitär vorzugehen. Bloß man kann das natürlich fokussieren, aber dann will ich auch gleichzeitig in einer Gemeinschaft sein und will mit den Leuten Kontakt aufnehmen, die da in den zahlreichen Netzen zu finden sind. Das habe ich noch nicht getan. Die Berliner autonome Szene muss ja auch prall gefüllt sein mit Leuten, die was drauf haben. Das könnte man auch machen. Und dann denke ich eben an Schlingensief mit seiner, wie hieß noch die Partei? Chance 2000. Ja, Chance 2000, so eine ähnliche Bewegung. Da haben wir das ja so gemacht. Da hat auch Schlingensief der Einzelne, halb Wahnsinnige, so mit dieser Chance 2000-Geschichte. Und mit einmal war das ein Riesenunternehmen. Und ich erscheine dann Primetime-Nachrichten, damals ging das noch so im Fernsehen, und verkünde, was Chance 2000 ist und so weiter und so weiter. Das muss aber auch dann gleichzeitig laufen. Bloß sozusagen neben der völlige Parallel ohne Verbindung, das würde ich dann zu wenig finden.